Julian sieht sich bei Sturm der Liebe die Aufnahmen von seiner Kamera an und entdeckt dabei auch Markus an der vergifteten Quelle. Auf dessen Drängen hält Julian aber dicht und Markus löscht die Aufnahmen. Eleni meint währenddessen, dass Leander mit der Vergiftung zu tun haben könnte. Dieser gesteht ihr aber, nur am Tatort gewesen zu sein, weil er ihre Kette dort weggeworfen hat. Als Eleni deshalb noch einmal zu der Stelle geht, findet sie dort noch etwas anderes, einen Manschettenknopf von Markus. Gleichzeitig will Otto seine Unternehmensidee in die Tat umsetzen. Dafür verbringt er Zeit mit Valentina und überredet sie zu einem Werbeshooting. Der Clip hat jedoch eine ungeahnte Auswirkung, denn ein alter Feind von Otto bekommt ihn zu Gesicht und weiß jetzt, wo er ihn finden kann. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in einer neuen Folge von Sturm der Liebe am Dienstag um 15:10 Uhr in der ARD.